verunsicherte Eltern, alarmierte Erzieherinnen. Nach Berichten über verunreinigtes Essen in einer Leverkusener Kita gibt es einen ungeheuerlichen Verdacht. Christoph Schulte von der Polizei in Köln sagte am Donnerstag, in zwei Fällen seien Reinigungsmittel im Essen gefunden worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht zumindest gegen eine Mitarbeiterin der vage Anfangsverdacht, dass diese das Mittel in das Essen getan hat. Dabei handelt es sich um die Mitarbeiterin, die in beiden Fällen auch die Verunreinigung gemeldet hat. Nadja Georgi vom Kita-Verbund im evangelischen Kirchenkreis Leverkusen sagte am Donnerstag, die Kinder seien mit dem Essen nicht in Berührung gekommen. Der Caterer hat sofort überprüft, ob an seinen technischen Anlagen irgendwas nicht in Ordnung war, ob die Behälter, ob irgendwo die Möglichkeit war, dass da was. Und es wurde gleichzeitig im Labor untersucht, um festzustellen, was ist drin, wie viel ist drin und um auch sicherzugehen, dass die Wahrnehmung auch eine Bestätigung hat. Das Ergebnis hatten wir dann am 18.02. vorliegen und zeitgleich an diesem Tag war die nächste Verunreinigung, wo auch deutlich wurde, in dem Moment, es ist die Rückmeldung vom Caterer. Es ist mehr drin als nur ein Rückstand und es ist für uns deutlich geworden, es musste mutwillig was reingetan, was ich bestätigt habe, dass wieder was im Behälter war. Die Essensannahme wurde laut Georgi umgestaltet. Aussehen und Geruch der Speisen werden demnach schon beim Anliefern in Augenschein genommen. Zudem werde das Essen täglich im Labor überprüft, so der Kita-Verbund.